Okay, das ist unser 10-Minuten-Bauch-Workout. Nehmt zuerst eure Hände an die Hüften und winkelt eure Beine leicht an. Wir werden nur unsere Rippen von Seite zu Seite bewegen. Rechts, links, rechts, links. Bewegt dabei nur die Rippen. Ich weiß, dass es sich etwas seltsam anfühlt. Aber so können wir unsere Bauchmuskeln sehr gut aufwärmen. Okay. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Gut so. Geht jetzt mit euren rechten Rippen nach oben und schiebt sie dann runter zur linken Hüfte. Also hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt das Ganze nach links. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt die Rippen vor und zurück. Krümmt dabei euren Rücken. Brust raus, Rippen rein. Gut so, streckt eure Arme jetzt hoch zur Decke. Ganz hoch. Und wieder runter. Berührt eure Matte. Sehr schön. Beine gerade. Hoch zur Decke. Wieder runter zum Boden. Und nochmal hoch zur Decke. Okay. Kommt runter auf die Matte. Als erstes gehen wir in die Liegestützposition. Und wenn ihr in diese Liegestützposition geht, solltet ihr wirklich versuchen, eure Hüften schön weit unten zu halten. Das trainiert eure Bauchmuskeln. Zieht jetzt euer rechtes Knie hoch zur Brust. Und wieder zurück. Und dann das andere Knie. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut so. Nehmt jetzt eure Füße weit auseinander. Geht dann mit euren Knien runter und berührt die Matte. Und wieder hoch. Beim Hochkommen solltet ihr eure Hüften senken. Okay? 1, 2, 3. Achtet bitte darauf, eure Schultern schön unten zu lassen. Gut so. Hals und Kopf bleiben oben. Noch 5-mal. 1, 2, 3, 4 und 5. Als nächstes sollt ihr das Bein anheben, wenn ihr hochkommt. Und zwar immer abwechselnd. Also Bein nach oben, streckt die Fußspitze und runter. Hoch und runter. 3. Ihr könnt den gegenüberliegenden Arm leicht anwinkeln. Dann ist es leichter, das Bein zu heben. Hoch und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Bei unserer nächsten Übung sollt ihr euch bitte auf euren Ellbogen abstützen. Eure Beine sind durchgestreckt und euer Po bleibt schön weit unten. Okay, Knie auf die Matte und dann wieder nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wisst ihr, warum ich dieses Cardio-Workout liebe? Weil es euch wirklich richtig fertig machen wird. Und alles, was ihr braucht, ist euer Körper und ein paar Kurzhanteln. Sonst nichts.